Willkommen zurück zum vielleicht schon finalen Story-Part von Batman Arkham Knight. Wir haben erstmal einen Stufenanstieg bekommen. Gucken wir uns direkt mal an, was wir davon vielleicht, ja, eventuell eventuell nehmen wir das einfach mal. Ist ja auch wurscht. Wir werden auf jeden Fall nach ganz oben müssen. Und dann werden wir sie einzeln von oben nach unten ausschalten. So. Dann darüber. Und von hier dann darüber. Weg mit dir. Gibt's denn hier noch irgendwas? Vielleicht den Typen da unten. Ja, der steht ein bisschen höher, ne? Also wie gesagt, man muss wirklich vom Prinzip her sich von oben nach unten durchkämpfen. Ich mach mal den jetzt hier zuerst. Oh oh. Ganz schnell weg. Ganz schnell weg. Ganz schnell weg. Ist mir hier alles schon wieder zu... Also die haben auf jeden Fall einen Plan. Die wissen, dass ich da bin. Oh nee, da hinten ist schon wieder so ein Typ mit einer Minigun, Alter. Das ist natürlich auch wieder richtig blöd. Ich weiß gar nicht mehr, wie man die Typen platt macht. Wachgeschütz, du bist gut. Komm ich da runter? Nö. Dann muss ich erstmal so segeln. Will mich jetzt hier mal platzieren? Ihr seid privilegiert, Männer. Die Angstmechanismen des Gehirns entwickelten sich als Reaktion. Die stehen mir hier schon wieder alle zu sehr auf einem Fleck, um ehrlich zu sein. Okay, da hinten. Gehen wir mal da hinten hin. Nur aber wenige Prüfungen beschwören die Ängste unserer Vorfahren so. Ja, komm, warte mal. Den werde ich so wegsnacken, oder? Hat er mich jetzt gesehen? Ach, Käse. Warte mal. Kann ich doch ausschalten, gut. Komm runter, 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 runter. Ah! Nee, das ist doof. Das ist gerade blöd. Das ist hier gerade richtig blöd. Okay. Ja. Yeah. Oh ne, oh ne, oh ne, oh ne. Geräuschlos ausschalten. Da ist der auch schon weg. Es sind schon wieder verdammt viele hier. Muss ich sagen. Ich kann jetzt hier auch gerade nicht... Das ist natürlich doof. Ich wäre jetzt gerne irgendwie mit dieser Attacke da hochgekommen. So von wegen, dass man die alle nach und nach ausschaltet. Das hat nicht funktioniert, beziehungsweise hat er mir nicht gegeben. Ah, Mann. Ich gedacht, ich könnte ihn gleich greifen. Das ging auch nicht. Der ist auf jeden Fall auch weg. So, jetzt würde ich ganz gerne ihn hier greifen, aber er ist, glaube ich, zu schnell schon woanders. Ach, scheiße. Aua, 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 aua. Das ist übrigens das Geschütz, was er vorhin aufgestellt hat, ne? Ganz schnell woanders hin. Mittlerweile solltest du die Phase erhöhter Aufmerksamkeit erreicht haben. Die Drüsen in deinem Hirn pumpen. Naja, dann mal los, ne? Norepinephrin.
Eine Runde. Hoffentlich die letzte. Boah, guck dir das mal an, wie die hier schon wieder, wie die Ameisen angedackelt kommen. Das ist dein Kampf- oder Fluchtinstinkt, der sich da meldet. Aber du hast in Wirklichkeit gar keine Wahl. Das bringt mir hier alles gerade wieder nichts. Das heißt, ich verziehe mich erstmal wieder runter. Hier unten ist auch keine Sau. Was machen wir denn? Also ich sehe auf jeden... Alter. What the fuck? Keiner hat gesagt, dass du dich da hinsetzen sollst. Also das war totaler Käse. Das ist mir hier alles schon wieder viel zu doll überlaufen. War da hinten einer? Dann nehmen wir doch den da hinten. Boah. Er zieht sich auch immer richtig beschissen hin. Er zieht sich immer dahin, wo wirklich keine Sau ist. Oh. Hehe, ausgetrickst. Ja, verdammt. Ganz schnell weg. Das war richtig schlecht. So, jetzt dallern die hier wieder rum. Das heißt, ich werde mich erstmal wieder verziehen. Ist mir wieder zu viel los. Eigentlich können wir auch... Kann ich hier raus? Ja, kann ich. Gut. Das Ding ausschalten. Diese Geschütze sind auch immer so mega nervig. Komm schon. Oh oh. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ah, scheiße. Alter, ey, diese Geschütze, ne? Zum Kotzen. Die sind immer richtig öde. Also wenn ich Gut, ich habe nicht damit gerechnet, dass ihr so lange braucht, um den Typen auszuschalten, aber was soll man erwarten? Das ist ja das lautlose Ausschalten. Das ist natürlich immer ein bisschen, ne? Da braucht man halt eine Woche für. Und in der Zeit hat sich das Ding halt schon 10-mal rumgedreht. Und snackt mich dann natürlich ganz locker ab. Und dann musst du hoffentlich nicht alles nochmal von vorne machen. Aber es scheint so, oder? Sind auf jeden Fall wieder richtig viele Ödis da. Sowas hasse ich auch immer, weißt du? Also das habe ich null gesagt, dass er sich da hinsetzen soll. Gut. Deine Drohne ist gerade abgestürzt, alles okay? Unser Drohnenpilot antwortet nicht, das sollten wir... Er ist weg, seht euch nach Verletzten um! Wenn er mir doch anzeigt... Okay, ja, ist doch gut. Hallo, wir haben doch alle mitgekriegt, dass wir in der Slow-Mo sind. Wenn er mir da anzeigt. Oh, fuck you. So und so viel Meter, dann werden wir uns doch da einfach mal hinbewegen. Würde ich sagen. Warte mal. Wo ist eigentlich meine Karre? Ich sehe nicht auch einfach von hier. Ich fahre da jetzt mal hin. Nach, wie euer Commander es getan hat und ich
werde euch finden. Haltet ihn auf und ihr werdet belohnt. Bringt mir das irgendwas, wenn ich da so hinschieß? Wäre vielleicht auch geil, wenn man da irgendwo hoch könnte. Die Angstmechanismen des Gehirns entwickelten sich als Reaktion auf Raubtiere, die uns im Dunkeln jagten. Wenn man vielleicht da so hinschießt und... Aber ich glaube nicht, dass das irgendwas bringt. Zumal die auf einem ganz anderen Ende sind. Warte mal, oh, das wollte ich doch nicht. Erstmal dahin. Und den umhauen. Boom. So. Ja, ist doch gut. Ich habe mich doch schon längst verzogen. Ich bin doch schon ganz woanders. Ich weiß nicht, wo er sich hier immer hinzieht, ey. Ohne Scheiß. Das ist so der größte Bullshit, wo er sich hier hinzieht. Er soll da hoch. Vorher fährt er nur überall hin, wo keine Sau hin will. Das ist schon wieder alles ganz blöd gelaufen gerade. Also eigentlich sollte er sich da runterschwingen und dann den Typen ausschalten. Schießen die mittlerweile zurück? Oder habe ich mich jetzt vertoren? Es sah so ein bisschen aus, als wenn die zurückschießen würden. Aber okay. Naja, das bringt wirklich nichts. Okay, dann eben nicht. Dann wieder zurück switchen. Und dann gucken wir uns das Ganze nochmal an von hier. Dann snacken wir ihn. Und dann geht's hier längs. Ich würde jetzt ihn hier ganz gerne snacken. Oh Mann. Ah, ey. Greif ihn dir doch. Wieder ganz blöd. Weg hier. Batman hat ihm ordentlich eine verpasst. Ich seh's mir an. Wo ist er? Gut. Dann werde ich mich mal darüber... Oder auch nicht. Das sind alles so ganz blöde Positionen, die du hier hast. Den schalten wir aus und dann würde ich ganz gerne zu dem anderen da auch direkt hin. Der hier offensichtlich in die Wand gebackt war oder was weiß ich. Weg hier. Weißt du, wenn man dringend weg muss, dann nimmt er sich einfach immer bloß den nächsten Gegenstand, den er da findet und grabt sich da fest. So dass er wirklich nur einen Meter sich vorwärts zieht. Und wenn du so alle Zeit der Welt hast. Und er soll sich woanders, also, so daneben hinziehen oder so, dann zieht er sich immer an den Arsch der Welt. So, ich werde jetzt nochmal versuchen.
sichern. Das vielleicht ihn hier zu machen? Perfekte Erinnerungen, kristallisierte Momente der Angst. Weg mit dir. So, es gibt noch den Fetten und den anderen Typen da hinten. Machen wir jetzt mal den anderen Typen da hinten. Boah, ich hab's gewusst, ey. Weg hier. Es war klar, dass der sich natürlich wieder so dreht. Ey, er zieht sich wieder an den Arsch der Welt. Digga, da oben. Genauso gefällt dir deine Beute, nicht wahr? Wir beide nutzen die Angst, dunkler Ritter. Aber nur einer von uns versteht sie. Okay, hat er offensichtlich nicht so gemacht, wie ich es gerne gehabt hätte. Ich hab eine Fledermaus abzuknallen. Ich bin jetzt hier erstmal raus. Ich werde mir jetzt hier meine Zahlen suchen. Wir können hier nichts tun. Da oben. Dann geht's da eben hoch. Angst ist kein Knüppel, Batman. Sie ist kein Schwert und auch kein Schild. Angst ist ein Skalpell, das mit Präzision. Ja, natürlich, jetzt hat es eigentlich in meine Richtung zu kommen. Ist klar. Komm her, hier. Spacko. So. Und, bin jetzt hier gerade schon wieder irgendwie überfordert. Eben hat er mir doch... Was bringt mir denn diese komische Anzeige, wo ich hin soll? Wo ist denn die? Die verschwinden ab und zu immer wieder. Das ist so... auch nicht so geil. Wo ist denn die Anzeige hin? Ach, da oben. Warte mal, da ist sie. Jetzt ist sie wieder weg. Jetzt ist sie wieder weg. Was bringt mir diese Anzeige denn? Vor allen Dingen, wo zeigt die hin? Also ich muss ja definitiv... Guck mal, ey, die Waffe ist größer als er. Weißt du? Bin jetzt nicht so ganz sicher. Muss, glaube ich, ihn... Wo ist er denn jetzt? Da oben. Ah, das ist gerade ungünstig. Oh, fuck you, ey. Wieso ist denn das hier alles gerade schon wieder so mega ungünstig? Achso, warte mal. Wie muss ich das machen? Ausweichen. Schlagen, ausweichen. Schlagen, ausweichen. Schlagen, ausweichen. Boah, diese Fettsäcke, ey. Wie oft die mir schon in dem Let's Play auf den Sack gegangen sind, das ist einfach unfassbar. Bloßgestellt durch deine Angriffe. Genau das gleiche werde ich mit dir anstellen. So. Und jetzt gibt er mir die Variante auch, oder was? Nee, jetzt gibt... Oder doch? Ich weiß nicht. Die Server können wieder hochgefahren werden. Die Kontrollkonsole ist im obersten Stock. Ja, ist mir schon klar. Ach, da ist sie. Alles klar, gut. Oracle, der Uhrenturm ist sicher. Verbindung zum Großrechner steht. Gut. Okay, wie es aussieht, haben wir wohl ein paar Server verloren. Wird eine Weile dauern, bis alle Daten wiederhergestellt sind, aber ich sollte online sein, wenn du zurückkommst.
In der Zwischenzeit solltest du vielleicht rüber zu Lady of Gotham. Dieser Reporter Jack Ryder wollte dort einer Spur nachgehen. Cash versuchte ihn aufzuhalten, aber Ryder hat was von Pressefreiheit gefaselt. Also, das haben wir dann jetzt auch schon gerippt. Ich würde sagen, an dieser Stelle beende ich dann den Part. Und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin sag ich einfach mal ciao.